hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um ein Spiel und das heißt The Shadow over Hawksmill für den Commodore C64. Und zwar dieses Schattenspiel, das habe ich hier entdeckt auf dieser Plattform und das sagt mir jetzt total mega zu. Erstmal wunderschöne Grafik, wunderschönes Spielprinzip. Ja, ein bisschen Action. Also alles mit dabei. Ist so ein bisschen Indiana Jones mäßig, so leicht angehaucht. Man muss da so ein paar Rätsel halt eben lösen. Wird dann hier auch in diversen Gruben hier hinein gehen. Und auch solche Schattenmonster, so nenne ich es einfach mal, treffen. Und man muss sich da natürlich erfolgreich durchkämpfen. Ja, ich würde sagen, ich gehe mal jetzt hier auf Kaufen. Klick hier to Download. Das machen wir mal eben. So, dann gehe ich mal hier auf Buy. Dann kann man hier einen Preis eintragen. Manchmal kann man auch weniger eintragen. Aber hier steht schon, Download muss 5 Dollar betragen. Gut, dann machen wir das. Wir runden das mal auf. Dann sage ich Pay with PayPal, fülle jetzt hier meine Daten ein und für 5 Dollar, denke ich mal, werde ich mir das Spiel auf jeden Fall gönnen. So, dann wähle ich hier mein Land noch aus. Da müsste hier eigentlich Germany stehen. Das macht dann in Summe 11 Dollar aufgerundet, ob der mir es auch in Euro anzeigt. Ich logge mich hier bei PayPal ein und das sind dann dementsprechend 10,72 €. Ja, ich denke mal, das ist soweit in Ordnung. Ja, dann kann ich über diesen Button, kann ich mir das Spiel jetzt herunterladen. Und so sieht die Datei dann aus. Eine ZIP-Datei, die können wir jetzt ganz gemütlich entpacken. Und dann hätten wir jetzt hier dementsprechend die passenden Versionen. Hier wäre die D64-Datei. Und hier wäre noch eine Datei und sogar als Programmdatei. Und als Tape-Datei. Ja, damit sollte es auf jeden Fall funktionieren. Ich überspiele das Spiel jetzt direkt auf meinen USB-Stick. Und dann würde ich sagen, können wir es von der echten Hardware mal anspielen. So, ich habe jetzt die Dateien, die ich vorhin gezeigt habe, hier auf die SD-Karte gepackt. Und dementsprechend die SD-Karte ja, in dieses Gerät hier, in dieses SD2IEC-Steckmodul dann rein platziert. Commodore gestartet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch alles so funktioniert, was ich mir da gekauft habe. Ja, und hier hätten wir die Dateien. Ich habe einfach mal alle draufgelassen. Ja, für Mini Maxi. Für Disk, die müsste ich höchstwahrscheinlich nehmen. Und dann gibt es noch Programmdateien und Tape-Dateien. Ich starte mal mit Disk. Mounte diese. Ja, gehe jetzt hier wieder raus und schaue mir das Directory an. Ja, und so würde das im Original aussehen. Ja, dann würde ich sagen, starte ich einfach mal hinein und lasse mich mal überraschen, ob das funktioniert. Ich drücke Run und siehe da, das Spiel ist da und der Ladevorgang geht weiter. Ah, da wäre jetzt auch die Musik. Oh, sogar mit dem richtigen Intro. Das schauen wir uns erstmal an, würde ich sagen. Es kommt wieder ein wunderschöner Ladescreen. Und damit kann die Show beginnen. Ich würde sagen, auf los geht's los. So, und hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. Ja, in dem Video geht es heute um Zocken mit dem Commodore 64. Ja, und zwar habe ich mir das, was ihr gerade gesehen habt, dieses Spiel, habe ich mir heruntergeladen und installiert, beziehungsweise gekauft, runtergeladen, installiert. Ist jetzt auf meine SD2IEC-Karte drauf, das Spiel. Ja, und das werde ich jetzt starten und mit euch dann gemeinsam eine Runde
auf klassische Art und Weise natürlich zocken. Ich sehe gerade, der Tux ist noch nicht an der richtigen Stelle. Das geht natürlich nicht, weil was ist ein Tuxer ohne Tux? Ein schlechter Tuxer. Ich habe mir so gedacht, du könntest eigentlich genau hier hin. Und passt auf, dass ich hier keine falschen Fehler mache. Richtige Fehler sind in Ordnung, falsche Fehler natürlich nicht selbsterklärend. So, ich starte hinein. Und hier sehen wir schon, ich bin hier irgendwie falsch. Kein Problem. Dann gehen wir mal ins Root-Verzeichnis. Ich nenne es einfach mal Root-Verzeichnis. Ist es natürlich nicht. Zumindest das Startverzeichnis wäre vielleicht die bessere Formulierung. So, ich gehe in Adventure hinein. Und hier wären meine Original-Shadow-Dateien. Ja, ich habe einfach mal alle draufgepackt, auch die für den ZES64 Maxi bzw. Mini. Hier sind die normalen Disks drin. Hier ist noch eine Textdatei, aber das kann man eigentlich nur über einen Laptop lesen, genau wie das Doc-Format. Und hier ist noch meine Kaufbestätigung bzw. mein Kaufcode drin. Den zeige ich euch natürlich nicht, ne? Ist klar. Ich gehe in das Verzeichnis Disk hinein. Mounte das passende D64-File, gehe mit Quit wieder hinaus und zeige mir erstmal das Directory an. So sieht das Original aus. Ja, ich starte einfach mit Checking 8,1, ganz wie gehabt. Und es geht dann mit One, geht es dementsprechend dann weiter. So, wie Sie hören, hören Sie nichts. Musikdemo. Genau, da ist noch Musikdemo, ist da noch mit drauf. Das kann ich euch vielleicht bei Gelegenheit auch mal zeigen. Ein sehr, sehr schönes Lied. Gibt es on top gratis noch mit dabei. Oder muss ich den hier drücken? Ah, ja, das ist manchmal, ne? So eine Sache. Welche Taste drückt man jetzt? So, ich gucke mal eben auf den Pegel. Ihr müsstet die Musik eigentlich hören. Ich würde sagen, das geht ziemlich lange. Ich habe mir das schon mal ganz angeschaut. Weiß nicht, so 5, 6, 7 Minuten bestimmt gefühlt. Und das drücke ich euch nicht jetzt ganz am Stück ein. Zumal es leider nur zwei Bilder hat. Aber sehr gut gemacht. Alleine dieses Bild schon. Ach, herrlich. Und wie der Mann da schreibt auf seinen Schreibtisch, ne? Es ist eine Wonne. Und dann die schöne Musik im Hintergrund. Das ist schon richtig gut. Eine Laufschrift. Ja, ich sehe gerade, jetzt ruckelt es ein wenig. Ich glaube, da kommt mein ganzes Setup ist hier ein wenig überfordert, glaube ich, weil sonst läuft die Schrift wesentlich flüssiger, definitiv. Aber gut, da müssen wir durch. Gut, das sollte es auch gewesen sein. Ich denke mal, ihr wollt genau wie ich nur eins. Wir wollen zocken. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Da wäre der gute Mensch. So, kleine Sache, damit das Spiel auch im einen durchzocken kann, oder die Wahrscheinlichkeit zumindest höher ist, dass ich es im einen durchzocke, habe ich einen kleinen Cheatcode mit reingepackt, sodass ich unendlich viel Leben habe und unendlich viel Energie. Ihr könnt es natürlich besser und spielt das natürlich dementsprechend ohne, ist klar. So, ich würde sagen, auf los geht's los. Ich laufe los. Ich habe auch schon ein bisschen vorgezockt, damit ich so den Anfang nämlich ungefähr weiß, was ich hier zu tun habe. Und zwar, wenn man so hinkniet, dann kann man, ja, kann man jetzt hier so ein paar, da kann man etwas suchen, genau das wollte ich sagen. Da, was haben wir denn gefunden? Found a green key. Ja, was machen wir mit dem grünen Schlüssel? Geht natürlich an eine grüne Tür hinein.
Und auswählen kann man das entweder über die F-Tasten, F1, kann man hin und her switchen und mit F3 dann in die andere Richtung. Jetzt habe ich nur zwei Gegenstände, jetzt ist es eigentlich egal. Mit dem Feuerknopf komme ich dann hinein. So, und was macht man mit Schattengeistern? Man sieht zu, dass die einen nicht mehr ärgern können. Also mir gefällt natürlich sehr gut die Spielfigur. Ich finde, die ist sehr gut gelungen. Erinnert natürlich stark ein wenig an, wie heißt er nochmal? Indiana Jones. Aber das soll mich an der Stelle nicht weiter stören. Gut kopiert ist natürlich besser als schlecht nachgemacht, ne? Oder schlecht neu erfunden. Oh, 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 oh. Habe ich keine Pistole mehr? Warum habe ich jetzt gerade nicht geschossen? Gut. So, was habe ich jetzt gefunden? Gold Cross. Gold Cross, habe ich jetzt richtig gelesen? Gucken wir eben nach, was da steht. Gold Cross, ein goldenes Kreuz, würde ich mal jetzt so frei übersetzen. Oh, da habe ich nie aufgepasst. Aber ich habe zum Glück volle Energie genommen. Kann ich jetzt hier noch nach unten weitergehen? Oh, jetzt muss ich natürlich wieder hier auch die Waffe aktivieren. Dann kann man hier die bösen Fledermäuse kann man hier ein wenig... Ja. Wie soll man sagen? Eliminieren. Found Gold Claw. Gold Claw. Das wären die goldene Klaue, habe ich gefunden. Oh. Oh, 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 oh. Ah, das ist hier ein bisschen blöd mit der Steuerung. Ich gehe schnell nochmal raus und wieder rein. So, Pistole. Da. Da werden die weg. Hier muss man aufpassen. Hier ist nämlich ein... Oh, ein brechbarer Boden. Au, ich habe jetzt gar nicht gesehen. Hilfe! Ja, man sollte vorher auch genau gucken. Weil ich mich von allen Seiten... Da, das meinte ich vorhin mit dem lockeren Boden. Also von allen Seiten her sind mit Gefahren zu rechnen. Ich glaube, das schaffe ich in dem Fall jetzt auch so. Ja, hier müsste ich eigentlich alles abgegrast haben. Schnell wieder raus. Zack. Ja, jetzt wenn man wieder zurückgeht. Ah, der Hund läuft ja einen hinterher. Boah. Hilfe. Na, ich wollte aus dem einfachsten Grund, wollte ich zurück. Oh, der Hund ist aber ganz schön. So, wo ist denn jetzt meine Pistole wieder? Hund ist weg. Da war noch irgendwo noch eine Fledermaus, ne? Na gut, sind sie verschwunden. Ah, Hilfe! Ja, das war jetzt keine gute Idee, zurückzulaufen. Ich dachte, man könnte hier seine Munition wieder auffüllen, aber die ist jetzt eh voll, weil ich meine, weil ich einen Schummelcode da benutze. Insofern könnte man sich jetzt überlegen, aber wenn man zurückgeht, sehe ich gerade, dann kommen die ganzen bösen, ja, wie soll man es nennen? Ah, man sieht ja auch schlecht. Ich glaube, Krähen sind das. Kommen dann wieder und ärgern ein. Versuchen wir ein bisschen taktvoller vorzugehen. Ist da oben nicht noch eine? Ja. So sollte man es eigentlich machen. Ah! Ich laufe jetzt genau rein. Schon wieder der Hund. Eieieiei. Hilfe. Ich überlege gerade, ob ich alles eingesammelt habe. Jetzt bin ich eben schnell nochmal zurück.
Weil irgendwo bekommt man nämlich noch eine andere Waffe her. Oder das ist später. Das kann natürlich auch sein. Ich check eben nochmal ab. Nee, dann war das mit der Waffe doch erst später. So, was habe ich für Gegenstände? Die goldene Klaue, Pistole, menschlichen Kopf? Oder was soll das sein? Ah, was haben wir hier? Ich wusste doch, irgendetwas habe ich vergessen. Muss mal doch ziemlich pixelgenau dann davor stehen. So, jetzt habe ich nämlich diesen Poncho. Oder was stand da? Das ist praktisch eine Tasche, eine Erweiterung, dass man anstatt 50 Schuss kann man jetzt auch 100 Schuss mit sich führen. Und das sollte man auf jeden Fall dementsprechend mitnehmen. Einfach so abhauen geht gar nicht. Man verliert dabei immer Energie. Boah. Oh. Was ist jetzt hier los? Meine Pistole ist wieder weg. So. Ja, hier muss man irgendwie rechtzeitig drüber springen. Ah, man sieht hier wirklich schlecht. Oder erspäht. Ja, jetzt auch wieder. Was? Oh, noch eine. So, jetzt müssen wir alle weg sein. So, und an der Stelle kann man mit dem richtigen Werkzeug, ich muss eben gucken, genau, Rocket Hammer, kann man dementsprechend die Wand hier freimachen. Damit wären wir in der Grube drin. Schieß doch! Ah! Ja, da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt an diese Steuerung hier. Ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich gewählt, für meinen Geschmack. So, hier kann man auch etwas lesen, meine ich. The Taker of Souls awaits in the place. Okay, das habe ich ja gerade gesehen. Genau, und hier kann man auch mal Munition auffüllen. So, hier sollte man, glaube ich, nicht reinfallen. Oh. Boah, Hilfe. Also ich frage mich echt, wie man das ohne Schummelcode hier schaffen kann. Ist hier gar nichts? Kann doch gar nicht sein. Boah, zwei Stück gleich. Jawohl. Hab getroffen. Yippie-yay. Ne, hier liegt nichts. Glaube ich, gehe wieder nach oben. Da ist gerade irgendetwas falsch gelaufen. Boah. Warum schießt du denn nicht? Irgendwie verstellt sie jetzt hier andauernd immer. So. So, genau, hier könnt ihr das goldene Kreuz, meine ich, einsetzen. Gold Cross, zack. Dann kann ich hier rein. Bin ich gerade hier, dann gehen wir da mal rein. Oh, oh, ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe.
weiß gar nicht, was das hier ist. Okay. So, schnell wieder raus hier. Den Raum brauche ich nicht nochmal betreten. Ups. Okay. Ja, ich habe noch so leichte Probleme mit der Steuerung. Es liegt auch ein wenig an dem Joystick. Der ist doch aus den 80er Jahren original und auch nicht mehr ganz so taufrisch. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Found Glasses Eye. Glasses Eye. Glasauge. So, und hier kann man auch was einsetzen. Habe ich ja schon. Glasauge vielleicht. Nee. Im menschlichen Kopf. Oh, tatsächlich. Oh, oh. Ich brauche eine Pistole. Hilfe. Ja. So, was habe ich noch? Ich denke mal, da brauche ich bestimmt noch einen menschlichen Kopf. Genau, und hier, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man hier vorne an diesem Stein so eine kleine Vertiefung. Und die kann man hier mit dem, nicht Rocket Hammer, ich glaube mit dem, genau, Metalllever, so eine Art Hebel, Metallhebel, kann man den anklicken. Was das zu bedeuten hat, weiß ich noch nicht. Das habe ich irgendwie auch durch Zufall herausgefunden. Mal schnell auch wieder auf Waffe stellen. Genau, und hier wäre noch so eine Vertiefung. Klick. Und wieder auf Pistole. Ups. Ah! Ich wollte doch eigentlich da noch was abchecken. Ja, mit Apfel kann man, denke ich mal, seine Energie aufpumpen. Wie gesagt, dank meines Schummelcodes muss ich das nicht zwingend tun. Genau, hier wäre noch so eine Vertiefung. Können wir auch anklicken. Ja, viel mehr kann man erstmal jetzt hier nicht machen. Ach komm. Ich bleib mal auf der oberen Ebene. Na. Hier war nämlich rechts noch ein Raum. Ups. Genau, und wenn man jetzt hier hingeht, da, dann verbrennt er sich. Da brauche ich noch so einen Schutzanzug. Aber den bekomme ich erst später. Irgendwie. Oder gehen die nicht kaputt? Ah doch, da rennen schon hartnäckig hier die Kollegen hier. Na, irgendwie trifft er nicht immer. Deswegen, wenn man jetzt hier nur begrenzt Schuss hat, dann frage ich mich jetzt echt, wie das funktionieren soll. Gibt es bestimmt auch einen Trick für, aber den weiß ich noch nicht. Ups. Ups. Ja, komm. Ja, vielleicht nehme ich gleich auch mal einen anderen Joystick, weil der hakt schon ein wenig. So, gestern hat er eigentlich relativ gut funktioniert, deswegen wundere ich mich jetzt. So, komm hoch mit dir. Schön gruselig, diese Schattenmonster hier. So, und hier kann man auch was einsetzen. Genau, man kann es so ein bisschen erkennen. Das soll so ein goldener Wolf sein. Habe ich schon einen? Golden Wolf oder so ähnlich? Goldwolf. Zack. Aber nur einer alleine bringt nicht viel. Aber was drin ist, ist drin. Hier kann man noch was lesen.
The eyes hold the key to the dark one. Oh. Ich glaube, hier habe ich noch nichts. Kann ich hier vielleicht die irgendwas einsetzen? Nö. Also hier habe ich echt noch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oder die Gegenstände habe ich einfach noch nicht gefunden. Ups. Gucken, was schreibt der da? The ice holds the key to the dark one. Hm. Puh. Ich überlege gerade, oder habe ich doch genügend? Goldclaw. Ne, das kann ich nicht nehmen. Gut, ich muss erstmal wieder dran vorbei, nützt alles nichts.